Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sky Saga Infinite Isles. Jawohl, in unserer Mondscheinkneipe. Und zwar habe ich hier inzwischen einiges noch gearbeitet. Und zwar, ja, ich weiß gar nicht, was genau alles neu ist. Aber ich glaube, der gesamte obere Stock ist jetzt so gut wie fertig. Wenn wir mal kurz hier uns hochfliegen. Also, so sieht das Ganze nun von außen aus. Mir fehlen noch einige von den braunen Steinen. Natürlich ganz viel Dach und Fenster. Ja, ich habe jetzt hier die Räume nochmal neu gemacht, denn, ich dachte mir, dass man hier so was Schönes hinbauen kann. Weißt du, so ein Balkon-Ding. Und hier dann so ein Kronleuchter. Das ist natürlich erstmal nur ein Platzhalter-Kronleuchter, den ich auf einer Insel hatte. Hier kommt noch ein Dicker hin, auf jeden Fall, wenn man ein Rezept dafür finden oder ein, ja, ein Gegenstand. So, jetzt haben wir jetzt hier so ein paar Zimmer. Und ja, uns fehlen jetzt noch einige Fenster. Da bin ich dran. Dafür muss ich natürlich ganz viel Bretter machen. Und ja, wir haben jetzt nur noch Zimmer hier, keine, ja, sagen wir mal, Ausruhecke. Ist okay. So, denke ich, ist okay. Unten kann man sich halt ausruhen am Feuer und natürlich was essen an den Sitzplätzen dann, die es geben wird. Genau, ich wollte, warte mal. Ich brauche noch eine weitere Sägebank. Wie viel kostet du denn? Also ich habe nämlich jetzt diese lustigen Brückenbretter-Dinger bekommen, die ich eigentlich wollte, um sie als Bad zu benutzen. Dann müssen wir jetzt gucken, ob es auch wirklich auch aussieht oder ob das Kacke ist. Hier, die hier. 4 Holzstäbe. Gut. Währenddessen können wir mal ganz kurz, denke ich, die orangen Blöcke verteilen, denn ich will endlich diesen blöden Boden hier fertig haben. Es geht mir echt auf den Sack, dass der noch nicht fertig ist. Deswegen machen wir das. Ich hoffe, dass ich da jetzt noch genug herstelle. Ach ja. Halbfertige Sachen sind ganz furchtbar. Deswegen, ich hasse es auch, dieses Dach zu machen, weil es nämlich mega lange dauert, denn da brauchen wir immer so furchtbar viel Material. Ich weiß noch gar nicht, wie ich das Ding machen will, aber ich denke, es wird ein Holzdach, aber aus Holztreppen vielleicht. Ich weiß es ehrlich gesagt noch überhaupt gar nicht. Ich kann es noch nicht sagen. Was ich auf jeden Fall empfehlen kann, was mir aufgefallen ist, in der Zeit, die ich hier gespielt habe, ich habe meine täglichen Belohnungen abgeholt, bisschen gelevelt und Rezepte gekauft und so weiter und habe jetzt schon eine beachtliche Sammlung. Ich kann euch nur empfehlen, kauft euch Inseln. Ihr kriegt nämlich, glaube ich, inzwischen zu jeder Insel eine Kiste mit Material, also mit Möbeln in der Farbe der Insel. Und das macht wirklich sehr viel aus dafür, dass wir jetzt hier so wenig Rezepte kriegen, das Ganze ein bisschen verlangsamt ist, macht das auf jeden Fall Sinn. Denn so kommt ihr an Sachen ran, an Möbel ran, die ihr noch gar nicht könnt, in verschiedenen Farben und Varianten. Und so wird das Ganze wieder bisschen beschleunigt, zwar random mehr oder weniger, weil natürlich nicht immer man sich aussuchen kann, was in den Kisten drin ist, aber es sind schon mal teilweise echt verdammt gute Sachen. So, wie lange brauchst du noch? Noch 4 Minuten. Da lohnt sich dann mal eben drüber zu gehen zur Hauptinsel und das da zu machen. Denn ich will erst mal gucken, wie das Ganze aussieht. Auch Barhocker. Ja, oh, cool. Und ich habe eigentlich auch das Bett gelernt, also das einfache Bett. Die Frage ist halt, wie viel ich davon machen werde, weil die kosten halt pro Bett 24 Federn. Ich habe auf jetzt eine Dschungelinsel, da spawnen sehr viele Hühner, das ist ganz gut. Aber trotzdem, ein Rundgang hat mir 13 Federn gebracht und hier habe ich noch 29. Okay, da kann man ein Bett machen. Hier, das sind die Sachen, die ich auf der einen Insel gefunden habe, auf der Dschungelinsel, die ich gerade meinte. Da waren nämlich Holzsachen mit also in grün-braun. Finde ich sehr gut. Ich wollte Bretter machen. Dafür brauche ich Holz. Habe ich Holz dabei? Nee, ich habe nur mein Bernsteinzeugs dabei. Erdholz und Erdholzstäbe. Machen wir erstmal 8 Stück. Dann können wir mal sehen, wie das aussieht und ob es überhaupt aussieht. So, und hier machen wir die. So. Zack. Dann schauen wir mal. Habe ich hier irgendwo Hocker? Schon ein bisschen was zusammengesammelt. Und hier habe ich noch ein Bett. Das ist gut, das können wir noch verteilen gehen. Denn Betten ist gerade irgendwie ein bisschen Mangelware. Ansonsten kann ich auch erstmal Hängematten verteilen. Das würde auch gehen. Hauptsache, das Geschäft kommt ins Laufen, Freunde. Ja.
Nur darum geht's. Hocker, hatte ich jetzt mal nach Hocker angeguckt? Da, warte mal. Hocker. Du bist ein Hocker, ne? Ja, Hocker. Okay, nicht die perfekte Farbe, aber ja. Oh, habe ich nicht sogar hier? Nee. Irgendwo. Nee, habe ich die. Die Teile sind hier drin, aber hier kann ich auch bald die absetzen gehen, ne? Die habe ich nämlich auf unserer Mondscheininsel nämlich aus den Ruinen rausgeholt. So wie das und das. Dann haben wir jetzt auch eine verdammte Menge. Meine Güte. Okay. Einmal einsammeln und rüber mit uns. Okay. So. Feini, fein, fein. Okay, mehr hiervon. Auf jeden Fall verteilen. Nicht mehr viele, nicht mehr viele. Okay. So. Dann gucken wir mal, ob das so ist und wird, wie ich mir das vorstelle. Und zwar sollen die hier hin. Oh. Ah, verdammt, die werden auch oben gesetzt. Mist. Ich glaube, ich will doch lieber andersrum. Also so. Das sieht gar nicht so verkehrt aus. Oh, habe ich hier die Hocker schon mitgenommen? Ich meine, ich habe die Hocker mitgenommen. Ja, ich bin nicht sicher. Das ist ein Stuhl. Das ist ein Tisch. Okay, wir haben doch keine Hocker. Mist. Gut, dann eben so. Okay, das ist nicht so ganz das, was ich erhofft hatte. Gibt es denn keine Half-Slaps oder irgendwas in der Art? Ich glaube nämlich nicht. Dann eben vielleicht diesen lustigen Arden-Chair. Sieht nämlich ziemlich flach aus. Holzstab, Holzbrett, geschnitztes Holz. Wir testen das mal aus. Wenn du mal hier fertig bist. Nicht mehr lange. Gut. So, dann ist endlich der Raum hier fertig. Wobei, da fehlen noch ein paar. Oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Stücke. Ach ja, ich wollte die Tür austauschen. Habe ich auf den Inseln auch eine neue Tür gefunden, die natürlich perfekt passt. Und zwar, wo ist sie? Well, so perfekt passt sie jetzt nicht, aber es ist eine weiße Tür, die passt zum Rest gerade, weil ich nämlich oben auch weiße Türen drin habe. Ja. Jo, perfekt. Bam. Supi. Fertig? Danke. So. Ein hiervon. Oh, da brauche ich die. Dann wie viele Bretter? Keine Ahnung, 4 vielleicht? Ja. Nein. Big Archer. 2 Stäbe, 4 Bretter. Okay. Dann haben wir alles. Ja. Dann gucken wir mal, wie lange dauert das Ding. Eine Minute? 30 Sekunden? Keine Ahnung. Okay. So, dann nimmt das Ganze aber auch hier langsam Gestalt an. Was nehme ich denn als Abschluss für diese Brettertheke? Hier muss ja irgendwie auch noch was hin. Vielleicht? Ah ja, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Und zwar ein bisschen mehr Deko. So, diese Leitern. Habe ich nicht sogar braune Leitern bekommen gehabt? Das sind nur Zäune. Sehen, glaube ich, da nicht ganz so gut aus. Wir gehen mal auf die Insel und gucken, was wir noch alles da mitnehmen können. Und zwar ist es die Dschungelburg, die mir die guten Sachen gegeben hat. Die braunen mit bisschen grün und so. Wie gesagt, ich empfehle euch, kauft Inseln. Es gibt so viel Möbel. Und ihr könnt ja schon sehen, welche Farbthemen die Inseln ungefähr haben.
Und dementsprechend gibt es auch Möbel. So, hier haben wir nämlich, ne, braun, also braunes Holz, braunes Metall und grün. Dazu, wie die grünen Kerzen und so. Die hier übrigens rumstanden und nicht hier drin waren, aber egal. Ich wollte nach was gucken? Nach Zäunen, genau. Ich habe hier eine Balustrade und... Oh. Ein Kratzen im Hals. Oh. Ja. Ganz toll, ich ersticke. Okay. Geholfen hat es nicht, aber hier ist meine Hühnerinsel, wie ihr seht. Hier kann ich Federn farmen. Und hier gibt es noch so einiges anderes. Hier gibt es auch noch braune Kerzen und gelbe Kerzen. Und grauen Stein, was ich übrigens perfekt finde. Also diese Insel hier hat sich sowas von gelohnt, Freunde. Aber sowas von. Also das ist übrigens die Insel gewesen für die heutige, den heutigen Tag. Tag 14 Belohnung war das. Das war ziemlich geil. So, was habe ich noch an Inseln hier rumfliegen? Ich habe die Wüste, das ist gelb, ne? Wüstenbaumhaus. Ich gehe mal kurz zur Kirche und guck, was es da noch gibt, was ich noch nicht mitgenommen habe. Aber ich glaube, da ist eher Bambus angesagt. Ah ja. So, also, was haben wir hier? Wir haben hier... Was hat hier auch mal 4 Kisten? Für mein Daily Quest. Oh, weiße Zäune. Ja, damit kann man arbeiten. Hier wären weiße Hocker gewesen. Gut. Ich habe jetzt hier noch weiße Chairs, die kann ich mitnehmen. Sonst noch was gerade an Deko. Das wird er auf die Theke stellen. Teller. Haben wir hier Säulen? Ich habe orangene Säulen. Wie groß bist du? 1x2x1. Ich brauche halt irgendeinen Abschluss für das Ding. Nehme ich vielleicht auf die weißen Säulen. Haben wir eigentlich schon zusammen angeguckt? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht. Wenn doch, dann. Ja. Dieses hier einfach. Das Schöne ist ja, dass man die ganzen Sachen, die hier drin sind, alle mitnehmen kann. Zum Beispiel die Holzbretter kann man mitnehmen, aufheben und woanders hin tun. Dann haben wir jetzt hier weißes Holz, das wir abbauen können und noch woanders benutzen können. Und ja. Ganz viel kleiner Dekokram. Außer die Pflanzen, die kann man leider immer noch nicht mitnehmen. Aber ja. Gibt Schlimmeres. Gibt Schlimmeres. So. Zurück zur kleine Füchse. Zur Mondscheinkneipe. Ich wollte eigentlich die Säulen mitnehmen. Verdammt, also die weißen Säulen aus LOL. Aus meiner Hauptinsel. Von meiner Hauptinsel. Habe ich hier was derartiges dabei? Oder umfliegen gerade? Keine Säulen. Nein, auch keine Säule. Auch nicht. Einmal die. Und... Säulen brauche ich. Was ich jetzt kann. Also ich muss mal gucken, dass ich die ganzen Möbel mal hier rüber trage irgendwie und dann hier alles versammelt habe, weil dieses Hin und Her geht mir ein bisschen auf den Sack. Genau, ich sollte mal hier, glaube ich, ein paar große Kisten hinstellen und einfach alle Möbel, die ich besitze, auf allen Inseln zusammentragen und da hinstellen. So, das ist die. Was habe ich hier noch? Ich habe hier noch Baumstumpfpfosten. Mhm. Ansonsten braune Säulen. Die können wir auch mal nutzen. Gucken wir mal, wie das aussieht. Mondscheinkneipe. So. Also. Eingang würde ich gerne hier hinbauen. Und zwar 1, 2, 3 Säule. 1, 2 Durchgang Säule. Die verbinden sich auch so schön. Connected.
Models quasi. Gibt's auch bei den Seilen und bei den Ketten. Mhm. So, wie sieht das jetzt aus, wenn ich jetzt den Zaun in diese Reihe setze? Oh, halt. Komm zurück. Hat was, glaube ich. Vielleicht auch doch lieber die... ich könnte... Überleg. Ich gehe mal ganz kurz auf die Haupt-, auf die Dingensinsel und gehe meine Sachen hier abgeben, weil die mir gerade zum Weg sind. Ich kann auch nochmal ein neues Rezept kaufen, weil ich gerade neue Punkte auch gekriegt habe, beziehungsweise rückwärtserstattete Punkte gekriegt habe. Ich habe nämlich ein bisschen Quests gemacht, natürlich die Daily Quest, und habe halt 2 Level gemacht, dadurch dann einige Rezepte gekriegt, vor allem auch durch den Quest. Ich liebe es, wenn ich umsonst Rezepte kriege, es ist wunderbar. Lass mich bitte, danke. Mhm. Fein. Und dachte ich, ein Bernstein. So. Was kaufen wir denn? Wir brauchen vor allem ganz viel Möbel immer noch. Wir nehmen mal hiervon mit. So, ganz einfach. Wir haben nämlich noch einiges gebrauchen. Das wäre sehr schön. Dann das hier, diese Geschirrsachen wären super. So ein Sack. Oh, Holzgeschirr wäre super. Komm schon, gib mir ein Holzgeschirr. Gib mir irgendein Geschirr. Gib mir Geschirr. Nein, kein Geschirr. Aber doch einen blauen Pott. Plopp. Yay. So. Und damit würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Ich werde noch ein bisschen gucken, dass wir Design, dass ich mir was überlege und ein bisschen teste. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, ciao, ciao.